Es ist ein politisches Beben, das bis nach Berlin reicht. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich wird überraschend neuer Ministerpräsident Thüringens. Gewählt mit den Stimmen der AfD. Ein Novum in der deutschen Politik. SPD und Linke warfen Union und FDP sofort einen unverzeihlichen Dammbruch vor. Denn Kemmerich erhielt am Mittwoch bei der Wahl zum Regierungschef sowohl Stimmen der CDU als auch der AfD von Landesparteichef Björn Höcke. Erst im dritten Wahlgang war Kemmerich ins Rennen gegangen. Zuvor war der amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow zweimal durchgefallen. Genau wie sein Gegenkandidat, der von der AfD aufgestellte parteilose Christoph Kindervater. Die Entscheidung fiel denkbar knapp aus. Auf Ramelow entfielen 44 Stimmen, Kemmerich erhielt 45. Scharfe Kritik kommt nun aus Berlin. Die SPD fordert ein sofortiges Eingreifen, die Union plädiert für Neuwahlen.